Servus, grüßt euch. Heute zeige ich euch eine tolle Funktion, die ich mir bereits in der Version Alpine 2012 damals schon gewünscht hätte. Aber wie es so ist, das braucht seine Zeit und seinen Fortschritt. Und jetzt gibt es ja natürlich diese Funktion schon etwas länger. Und deswegen hat die auch, da sie in meinen Augen wirklich sehr stark ist, möchte ich die natürlich auch zeigen und präsentieren. Ich habe hier ein Gebäude, habe jetzt die untere Lage ein bisschen verlegt. Ob die jetzt zu 100% korrekt ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es ist etwas da, sagen wir es mal vorsichtig so. Hier haben wir das Modell. Hier haben wir die Grundrissableitung mit der Deckenuntersicht. Und hier möchte ich jetzt die Stäbe trennen, denn die sind jetzt einfach zu lang geworden. Ich habe in meinem Gebäude einfach kurzerhand 5 Meter verlängert, denn es war jetzt, glaube ich, bloß 7 Meter lang oder sowas. Und jetzt werden mir aber die Stäbe zu lang. Die möchte ich jetzt trennen. Oder wir könnten uns auch vorstellen, noch einen Durchbruch hinzuzufügen. Dass wir es uns besser vorstellen können, gehen wir vielleicht einfach mal in die Decke rein und fügen einfach wirklich einen Durchbruch hinzu. Schauen wir mal. Ich öffne dazu meinen Assistenten und habe hier meine Deckendurchbrüche. Doppelrechtsklick. Diese Decke. Ich wähle jetzt einfach hier einen Durchbruch aus. 50 auf 50. Und den verlegen wir einfach mal hier. Gehen wir mal hier 2 Meter rüber. 1 Meter hoch. Hier soll jetzt einfach mal der Durchbruch sein. Der könnte jetzt neu dazugekommen sein. Sowas gibt es ja häufig genug. So, was gibt es noch für einen Fall? Ja, den Rest schauen wir uns einfach hier an. Detailschritte aktiv setzen, hier auf Bewährung zurück und schließen wir das Ganze ab. Und jetzt sehen wir hier den neuen Durchbruch. Und normalerweise kennt ihr das, ihr Punkt modifiziert es jetzt hierher, spiegelt es wieder rüber, Punkt modifiziert es zurück und es in beide Richtungen. Und das können wir uns jetzt ein bisschen ersparen oder erleichtern. Dazu rufen wir in der Action Bar einfach mal den Ingenieur auf, gehen auf Bewährung und im Flyout von der Position modifizieren ist auch Stäbe trennen vorhanden. Und wir können uns jetzt einen Trennungsmodus aussuchen. Da ich jetzt schon mal die Aussparung oder den Durchbruch angedeutet habe, möchte ich auch gleich den als erstes mit euch konzipieren. Ich gehe auf Öffnung. Und wenn ich, ihr seht jetzt schon, wenn ich hier etwas verändere, ändern sich hier die Eingabemasken oder Methoden. Hier kann ich jetzt eingeben, wie breit denn die Öffnung ist oder meine Öffnungslänge von meinen Stäben. Das heißt, wenn ich jetzt hier diese Öffnung eingeben möchte, dann müsste ich die Öffnungsbreite eingeben. Ich kann das Ganze jetzt anhand einer Linie einführen und da wir 50 cm angenommen haben und ich habe 2,5 cm Betondeckung, aber ich gehe dann auf 5 cm links und rechts, haben wir hier eine Öffnungsbreite von 60 cm. Einmal mit Enter bestätigen. Wir können jetzt sagen, wir nehmen die Trennlinie mittig, links oder rechts. Ich zeige euch mal, wie das mit mittig funktioniert. Ich möchte jetzt zum Beispiel diese Lage hier trennen, hier durch, aber an der Stelle und an der Stelle. Aber ich muss es nur einmal durchtrennen. Ich habe jetzt die Mitte ausgewählt und davon geht dann Alpern 30 cm nach links und rechts und erstellt den Durchbruch. Ich schneide also hier durch. Der wird gerade noch gehen, würde ich sagen. Also wird sich nur um diese drei Stäbe handeln. Dann gehe ich hier mal in den Mittelpunkt hier hinein und trenne alles, was hier drin ist. Und mit Escape beende ich die Funktion. Und ihr seht, jetzt sind die Stäbe getrennt worden nach links und nach rechts. Was habe ich für. Ganz toll. Ich habe ein Bauteil Sonder drin. Ja, den Layer hat es jetzt verzogen. Den ignorieren wir jetzt einfach mal komplett weg. Das Einbauteil-Layer. Die fügt man dann einfach noch hinterher. So, jetzt können wir das Ganze natürlich noch in der anderen Richtung machen. Da machen wir es jetzt mal anders. Wir trennen die Stäbe auch hier. Wir könnten jetzt zum Beispiel von links und rechts die Trennlinie machen. Zum Beispiel hier. Wir nehmen die Verlegung und 60 cm. Das heißt, wir müssten jetzt nach 0,05 nach unten gehen und schneiden wir den Stab auch noch durch, würde ich sagen. Dann gehen wir also bis hierher, klicken einmal hin, escapen und falsche Richtung war es gewesen. Nochmal. Deswegen hier vielleicht die Mitte auswählen oder am besten die Eingabe
der Öffnung. Das ist jetzt hier leichter, denn ich kann einfach sagen, diese Verlegung und diese Öffnungseingabe nicht per Linie, sondern gleich die Öffnung. Wir escapen und haben jetzt hier genau die Öffnungsmaße. Allerdings jetzt nicht die 60 cm, weil wir es nicht nach der Linie getrennt haben. Aber wir könnten jetzt genauso rückgängig machen und hätten natürlich die äußere Form noch zufügen müssen. Stäbe trennen, also nochmal hier. Minus 0,05, dann nehmen wir den Stab mit 0,05 und gehen hier auch drüber. 0,05, 0,05. Und schön, wunderbar. Alles wurde getrennt, funktioniert eigentlich super. Finde ich echt gut. Muss bloß wissen, wie man es eingibt. Mittig finde ich eigentlich am leichtesten, denn wenn man hier das links eingibt, ich zeige euch gleich, wo der Unterschied ist. Das mache ich jetzt beim Übergreifungsstoß. Vielleicht jetzt noch kurz den Trennstoß, den normalen Stoß. Man kann sich vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Verlegung habe und ich möchte hier einen stumpfen Stoß haben, dann kann ich hier escapen und habe hier einfach genau an der Stelle den stumpfen Stoß. Keine Übergreifung, muss noch was dazulegen oder. Könnt aber auch, keine Ahnung, was da, den Fall wird schon mal geben. So, Steuerung zurück. Stäbe trennen, nochmal aktivieren. Wir machen das Ganze mit einem Übergreifungsstoß. Den Übergreifungsstoß machen wir mal 70 cm und sagen, bei der Verlegung wollen wir das haben. Wir sagen mal, hier brauchen wir den Übergreifungsstoß und jetzt können wir zum Beispiel auch hier links auswählen. Ich zeige euch das Ganze. Ne, wir machen es so, wir setzen hier eine Linie. Dann können wir es besser begutachten. Setzen wir einfach mal hier die Trennungslinie an. Bisschen, ja, 0,7. So, jetzt erkennen wir was. Hier trennen wir jetzt durch. Stäbe trennen. Diese Stäbe hier, wir machen es mit dem Polygonzug. Wir sagen jetzt mal von links. Okay, wir trennen einfach von dem Punkt mit Links-Shift gedrückt, einfach nach unten, nochmal escapen. Und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir hier die Übergreifung und wir hatten links eingestellt, genau auf der Linie ist sozusagen der Endstab von rechts. Und wir könnten jetzt mit Verschieben, Links-Shift, eine Verlegung von da nach da verschieben. Wunderbar, hat funktioniert, wir sind hier. Wir haben aber jetzt gerade getrennt von oben nach unten. Was passiert, wenn wir jetzt die Stäbe trennen? Aber jetzt trennen wir das Ganze wieder von links und von unten nach oben. Was wird passieren? Werden wir jetzt auch den Stoß auf der rechten Seite haben oder links? Ne, wir haben jetzt auf der anderen Seite. Das heißt, die Routineeingabe ist dafür wichtig, ob das links auch wirklich das links ist, das wir wollen oder nicht. Deswegen bevorzuge ich einfach immer mittig. Ist wirklich so. Deswegen benutze ich immer mittig, weil ich nie weiß, ob die Eingabe richtig ist. Und wenn ich es dann nochmal neu wiederholen muss, dann ärgere ich mich ein bisschen. Also nicht, dass das jetzt dramatisch ist, aber so mache ich es halt einfach. Genau. Also jetzt haben wir hier gelernt. Wir können Übergreifung, wir können Stoß und Öffnungen machen, wir können links, Mitte oder rechts auswählen, genauso wie bei der Öffnung, wobei ich bei der Öffnung das hier bevorzuge und mit den 2D-Elementen habe ich leider noch keine Erfahrung gemacht, deswegen zeige ich die einfach hier nicht. Haha! Und jetzt Kanal abonnieren, Video liken und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Peter.